Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück zu Band Footage, dem DLC von Resident Evil 7. Heute werden wir mal wieder ein bisschen 21 spielen. Es geht immer noch weiter, das Spiel, ja, was uns Lukas aufzwingt. Jetzt auf mein Tod ist, kontrolliert halt er einfach. Ja, aber wir werden auch ihn schlagen durch Hoffmanns Körper. Ja, egal, ich weiß nicht, wie ich das genau formulieren soll, aber wir werden gewinnen. Ich weiß nicht, vielleicht wird dieser Part nur ein paar Minuten lang, aber ich konnte gestern, wo ich dann den letzten Part aufgenommen habe, nicht mehr aufnehmen, deswegen ja. Ja, ich würde es aber sagen, egal wie lang der Part ist, auch wenn er nur 5-6 Minuten lang ist, ich möchte jetzt nicht noch durch Quatschen hinauszögern. So. Stell es dir einfach als Massage vor, wie Akupressur. Aber du solltest sie genießen. Denn es wird die letzte Massage sein, die du je bekommst. Das wollte ich euch übrigens nochmal. Jetzt bist du dran. Wie bist du das, du Scheißkerl? Ja, ist lustig irgendwie. Entfernen legt die letzte, die ihr Gegner gezogen hat. Okay. Alles klar, dann schauen wir mal. Oh, das ist schon richtig gut. Keine Karte. Das möchte ich so behalten. Das ist nice. Da haben wir fast den Blackjack instant. Okay, keine Karte. Wir kriegen das hin. Keine Karte. Der Gewinner ist. So, wir kriegen das hin. Hallo? Clancy! Ja, 25. Ich bin kein Verlierer. Dieses Spiel ist abgekartet. Er macht Hoffmann gut nach. Das muss man ihm lassen. Nee, Spaß. Er hat ein Kind, deswegen finde ich das Ganze nicht lustig. Okay. Was liebe deinen Gegner, lässt ihren Gegner die bestmögliche Karte aus dem Stapel ziehen. The fuck? Warum soll ich das nehmen? Lukas, what the fuck? Keine Karte. Keine Karte? Das heißt, er kann maximal 17 haben. Jetzt wäre... Nee, jetzt die 6. Na komm, Karte. Karte. Kann maximal 17 haben. Wir dürfen maximal 6 ziehen. Er hat die 6. Wir haben die 10. Am Arsch. Keine Karte. Ha. Okay. Er wird gewinnen, aber vielleicht ist auch unentschieden. Es ist ein... Nice. Unentschieden. Ein Unentschieden? Vergesst diese Runde. Fangen wir nochmal an. Okay. Wird jetzt auf 3 erhöht gleich, oder? Dein Leben ist sowieso kacke. Ja. Denk an meine Frau. Gut, das heißt, wenn wir jetzt eine gute Karte haben, verdoppeln wir einfach und Rückgabe legt... Oh, das ist gut, dass wir das jetzt bekommen. Das ist schön. Okay, erstmal... Wir können 3 ziehen und wir können eine zurücklegen, okay? Karte. Okay. Wow, du Glückspilz, Clancy. Du hast deine Trumpfkarte. Okay. Gib mir noch eine. Ne, wir müssen... Ja. Hier, zurück damit. So, und jetzt machen wir... 5 haben wir. Keine Ahnung, ob er 4 hat. Wir nehmen 4 und 6. Wir schauen mal, ob wir die 6 ziehen können. Ja... Und jetzt raisen wir und beten. Keine Karte. Verwirft die letzte, die ihr Gegner auf den Tisch gelegt hat. Am Arsch! Gib mir noch eine. Gut, dann riskiere ich das jetzt nicht. Oh, er hat garantiert zu viel. Oder? Möglicherweise nicht. Nein. Keine Karte. Er hat möglicherweise zu viel oder er gewinnt. Scheiße. Keine Karte. Ja, das war mir klar.
ist. Hoffman! Ah, dämmer um einen. Okay. Um 4. Das heißt, er kann doch, wenn wir... Gut, wenn wir... die sie gezogen haben. Okay. Das ist nicht schlecht. Ausgangssituation. Gib mir noch eine. Wir können aber nur die 6 ziehen. Nee, Karte bitte. Karte. Oh. Okay. Das heißt, er hat vielleicht... Er kann gar keinen Elf. Gib mir noch eine. Elf? Nee. Selbe, er kann nicht die... Doch, er kann die 4 rein theoretisch haben. Egal. Wir erhöhen trotzdem auch seinen Einsatz. Keine Karte. So. Alles klar. Keine Karte, sagt er jetzt auch. Ist sicher? Keine Karte. Genau. Okay, gut, dann... Ich meine, wir haben 21, also... Zack, Clancy. Clancy! Nice. Ich bin kein Verlierer. Dieses Spiel ist abgekartet. Okay. Das heißt, jetzt müssen wir einfach nur einmal ganz normal gewinnen und wir haben's. Das finde ich gut. Das brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Oh. Oh nein! Clancy wird mich besiegen! Was kann ich tun? Ich darf jetzt nicht aufgeben. Irgendwas muss ich doch tun können. Oh ja, ich glaube, ich werde das hier benutzen. Okay. Das ist mein Ast im Ärmel. Erhöht den Einsatz um 100, solange die Karte auf dem Tisch... Das darf nicht wahr sein. Da fuck! Jene gezogen hat zurück auf den Stapel. Vielleicht hat er jetzt nur auch 3? Keine Karte. Das wäre die einzige Möglichkeit. Oh Mann! Keine Karte! Der Gewinner ist... Gleichstand. Hoffman! Am Arsch! Jetzt bist du 100 Meter. Scheiße! Warte doch! Warte eine Sekunde! Nein! Bye-bye, Clancy! Und wie zur Hölle hätten wir das jetzt verhindern sollen? Am Arsch! Wie... Und was stand da mit Liebe deinen Feind? Okay, ich werde das Liebe deinen Feind. Oh, was denn jetzt noch? Ich habe einen alten Freund. Kann ich das überspringen? Großes Scheibenkleister, okay. Ist Mr. Saw. Mr. Saw, okay. Hier haben wir ja, ich weiß doch. Ich trinke mal einen Schluck derweil. Ich werde diese Liebe der nächsten Karte ausspielen, Clancy, sobald. Das ist die Entfernung zu dir. Ich werde mir die auch nochmal anschauen, sobald wir die bekommen. Und das ist die Entfernung, um die er spielt. Stell es dir einfach als Massage vor, wie Akupressur. Aber du solltest sie genießen, denn es wird die letzte Massage sein, die du je bekommst. Haha. Jetzt bist du dran. Genießt du das, du Scheißkerl? Ja, Einsatz erhöhen, alles klar. Das ist jetzt nur, ja. Karte. Karte, komm. Entfernen, die der Gegner gelegt hat. Wow, du Glückspilz, Clancy, du hast deine Trumpfkarte. Ja, ja. Gib mir noch eine. Karte. Ah, Scheibenkleister. Keine Karte.
Haben wir eine, die unsere zurücklegen lässt? Der Gegner, nein, haben wir nicht. Okay, dann. Keine Karte. Dann haben wir jetzt eine Runde verloren, das macht nichts. Außer, na, kann er sich überhaupt überbieten mit seinen Karten? Ja, könnte er rein theoretisch schon. Aber hat er nicht. Ja gut, das jetzt, also solange keine Zahl die 10 übersteigt, ist das, glaube ich, alles noch okay. Und solange das links nicht allzu hoch ist, liebe deinen Gegner, die bestmögliche Karte aus dem Stapel ziehen. Okay, das werde ich spielen, sobald es geht. Wir können leider nur... Lassie, gib einfach auf. Nein. Karte. Fuck you. Keine Karte. Okay, wir können die 6 ziehen. Ja, okay. Und den Einsatz erhöhen. Keine Karte. So, machen wir das. Ja, verwirf die letzte Trumpfkarte am Arsch. Macht nix. Keine Karte, sag go. Keine Karte. Ja, wir haben aber noch eine, du mieser Penner. Du hast uns ja gut damit ausgestattet. Keine Karte. So. Karte. Alles klar, dann stirb. Also noch nicht jetzt, aber wir kriegen ihn zumindest ein bisschen näher hin. Ja, ich weiß, dass du keine 21 haben kannst, weil ich habe die 10 selber. So. Kommt jetzt schon das Finale? Dein Leben ist sowieso kacke. Denk an meine Frau und meine Tochter. Rückgabe, okay, ja. Oh, gut. Damit kann ich jetzt noch Karte. Nichts falsch machen. Gib mir noch eine. Ja, komm. Karte. Ah, Bisches. Gib mir noch eine. Nee, ich muss... Die Gegner, nein, Mai, ich möchte die sie gezogen haben, genau. Karte. Weh, ich krieg nochmal die 10. Das ist schon besser. Gewinnt der Spieler, der am nächsten an 24 ist. Keine Karte. Ziehen wir doch die 3, wenn es geht. Und fertig. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ja, am Arsch! Keine Karte! Er kann nicht die 3 haben. Er kann auch nicht die 1 und die 2 haben. Das heißt, er muss diese Runde gewinnen. Wobei, außer... Ne, wir haben die 4 selber. So. Keine Karte. Überbiete dich, du Schwein. Oder unterbiete Gib dich. Mir noch eine. Nicht nochmal die 11. Am Arsch. Nee, wir Keine verlieren Karte. Die Runde. Wir verlieren die Runde auf jeden Fall. Keine Karte. Ja, ich hab gehofft, er hat jetzt nur die... Die 7 zum Beispiel. Aber die 7 hat er wahrscheinlich liegen, oder? Schätze ich. Ja. Ja, diese Hure. Kann nicht dein Ernst sein. So, jetzt sind wir quasi wieder in Ausgangsposition. Finde ich nicht blöd. Weil jetzt ein Sieg mit erhöhter Karte. Solange diese Karte auf dem Tisch ist. Ja, okay. Ja, go, gib mir Karte. Ach so, jetzt ist er dran. Scheiße. Gib mir noch eine. Ich hoffe, das ist für euch auch spannend. Für mich ist es auf jeden Fall du relativ hast cool. Nicht wirklich gedacht, du Karte. Doch, ich habe gedacht, ich kann gewinnen und ich werde jetzt auch gewinnen. Gib mir noch eine. Wir könnten jetzt die 5 ziehen. Ne, die. Die 4 könnten wir ziehen. Er wird doch nicht die. Ne, er kann gar nicht die 2 haben. Das heißt, er.
Er kann nicht die 1 haben, er kann nicht die 2 haben. Das heißt, er hat sich schon überboten. Er kann nicht die 1 haben, die 2 haben und bei der 3 hat er schon 22. Ja. Keine Karte. Dann haben wir gewonnen, weil er sich überboten hat. Diese Hure! Gut, dafür können wir jetzt so gut wie jede Karte außer der 11 tut uns jetzt gut. Wir kriegen die 11. Oh. Keine Karte. Das ist doch für'n Arsch. Die 4 ist nirgendwo zu sehen, aber die 4 hilft uns auch nicht weiter. Wir bräuchten die 3. Aber die 3 wird er haben. Oder die 4, komm. So oder so, er kann nicht. Er muss näher dran sein, also ist ja auch schon wurscht, ja. Gut, dann haben wir jetzt wieder eine Runde verloren. Nee. Ihr Gegner gezogen hat, ja. Nee, wir haben verloren, auf jeden Fall. Der Gewinner ist... Hoffmann, ich weiß doch. Gott, das ist gar nicht so einfach, diese Partie von... Hoffmann! Ja. Scheiße. Gut. Aber da wir jetzt um 5 spielen, können wir mit einem doppelten Einsatz richtig gut was machen. Ja, das ist die Karte 4 ziehen. Die haben wir jetzt, okay. Karte. Komm, einmal. Ne? Die ihr Gegner gezogen hat, okay. Gib mir noch eine. Könnte die 2 rein theoretisch Karte. Haben. Dann hätte er 20. Keine Karte. Aber die 7 würde uns jetzt schon zu viel... Ne, die 7 würde genau passen. Ne, aber die 7 hat er. Keine Karte. So. Du Penner. Gib mir noch eine. Ja, nicht nochmal die 11. Rein theoretisch würde uns die 5 gut bekommen. Ist nicht im Stapel. Scheiße. Die 4 haben wir selber. Ja, aber wir können jetzt nicht verlieren. Die 1, die 2 könnte er selber haben, aber die 5 würde... Die 5... Nee, er muss die 5 haben. Karte. Gib mir noch eine. Er muss die 5 haben, das heißt, keine Karte. Er hat sich überboten. Halt, nein, ich hätte die Trumpf ausspielen müssen. Ich bin ein Idiot. Keine Karte. Er hat sich überboten, ich weiß es. Ich bin so ein Idiot. Er hat die 5 und er hat sich überboten und jetzt habe ich das nicht genutzt. Nancy! Ich bin so ein Idiot. So, bitte macht ihm endlich ein Ende. Nicht nur, weil die Folge sonst sau lang wird. Okay, jetzt müssen wir nur gewinnen. Ja, 5 Karte, okay. Oh, jetzt ist diese... Oh nein! Clancy wird mich besiegen! Was kann ich tun? Ich darf jetzt nicht aufgeben! Irgendwas muss ich doch tun können! Oh ja, ich glaube, ich werde das hier benutzen! Das ist mein Ast im Ärmel! Ja, solange die Karte... Ja. Das darf nicht wahr sein! Aber liebe deinen Nächsten, die bestmögliche Karte aus dem Stapel ziehen. Was zur Hölle damit? Was zur Hölle? Karte. Achso, gut. Keine Karte. Ja, du hast dich auch überboten, du Penner. Ich beende das. Hahaha.
Ja, sich überbieten ist schlimmer. Wie gefällt dir das, Lukas, du Penner? Wir sind jetzt fertig, oder? Applaus! Lässt du mich jetzt gehen? Oh, du bist ein kaltherziger Mistkerl! Ich bin so beeindruckt, du bekommst deine Extrabelohnung. Wir werden noch ein Spiel spielen, du und ich. Nein. Ist das Leben nicht schön? Nein, ich halte das nicht mehr aus. Bitte! Komm bitte! Scheiße! Ja, und das war das Tape 21. Überleben in 21. Was macht das? Kann ich das sehen? Überleben macht so hohe Schwierigkeitsgrad. Okay. Okay, das sind dann immer nur Schwierigkeitsgrade. Wie Albtraum ist das auch. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal spielen wir dann Töchter, den Beginn der tragischen Geschichte der Bakers. Und darauf bin ich schon sehr gespannt, weil im Vergleich zu allen anderen eigentlich, vielleicht Schlafzimmer nicht, aber ich glaube, das wird wirklich Story-DLC dann sein. Und darauf freue ich mich schon. Aber nicht mal verzagen, weil Töchter ist dann noch nicht das Letzte. Es gibt dann noch ein paar andere Spielmodi. Ich weiß noch nicht, wie die sind. Wie gesagt, das ist alles blind. Aber wie gesagt, morgen gibt es dann das DLC Töchter. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.